Linguistik in 120 Sekunden. Nummer 50. Anglizismen in der deutschen Sprache. Kann der Eintritt von Anglizismen in deutscher Sprache vermieden werden? Bei dem Studium der Veränderungen der deutschen Sprache in den letzten Jahrzehnten ist festzustellen, dass zwischen 1995 und 2004 die meisten neuen Wörter aus der englischen Sprache stammen. Deutsch wird, wie jede Sprache, von der Lingua Franca der Gegenwart stark beeinflusst. Ein Anglizismus ist ein Wort oder eine Wortbildung, die aus der englischen Sprache ins Deutsche übernommen wurde. Anglizismen werden zunächst als fremd wahrgenommen. Es gibt verschiedene Formen von Anglizismen, aber selbst wenn sie entliehen werden, weisen diese Wörter Eigenschaften auf, die sie von den ursprünglichen englischen Wörtern unterscheiden. Die Anglizismen, die sich in den deutschen Wortschatz integriert haben, durchliefen den Flexionsprozess. Es gibt Fälle, in denen das englische Substantiv ins Deutsche übernommen wird und an das Grammatiksystem angepasst wird, zum Beispiel in Kasus, Genus und Numerus. Es gibt auch Verben, die aus dem Englischen entlehnt wurden. Da zu einem Verb alle finiten und infiniten Verbformen, soweit sie eindeutig als solche identifizierbar waren, gehören, müssen diese ebenfalls angepasst werden. Wenn über Adjektive gesprochen wird, umfassen sie nicht nur die flektierten Formen, sondern auch die nicht flektierten Formen. Pseudo-Anglizismen sind Fremdwörter, die nur scheinbar aus dem Englischen ins Deutsche inkorporiert wurden. Tatsächlich existieren diese Wörter jedoch nicht oder haben in der Gebersprache nicht dieselbe Bedeutung. Eine Person, die Englisch spricht und versucht, Deutsch zu lernen, würde die Bedeutung solcher Wörter nicht verstehen. Pseudo-Anglizismen haben dieselbe Wirkung wie echte Anleihen, da sie zu semantischen Innovationen führen und auch das deutsche Vokabular erheblich beeinflussen. Außerdem zeigen sie, dass die Leute mehr Englisch benutzen möchten, selbst wenn diese spezifischen Wörter auf Deutsch sind. Aufgrund der medialen Präsenz des Englischen in Film, Musik und zum Beispiel Spielen hat das Englisch auch großen Einfluss auf die Alltagssprache. Es gilt als ein Anglizismus-Killer. Die große Anzahl von Anglizismen, die es in der deutschen Sprache gibt und die im Diskurs produktiv sind, wirft für manche ein Problem auf, wenn es um die Integrität der Sprache geht und führt unter anderem zu negativen Reaktionen auf die Verwendung solcher Wörter. Allerdings hat der sprachkritische Diskurs kaum Einfluss auf den Sprachwandel und die kommunikativen Bedürfnisse von Sprecherinnen und Sprechern.